Danke, Herr Präsident, Frau Bundesminister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, Zuseher, sicher noch an, naja, zu Hause, an den Livestreams vielleicht noch. Webzugänglichkeitsgesetz, die wesentlichen Dinge sind genannt worden. Es geht um die Festlegung der Barrierefreiheit an Anforderungen für Websites und auch mobile Anwendungen, sogenannte Apps des Bundes. Mit der Richtlinie, die meine Vorredner schon erwähnt haben, Web-WCAG 2.0, sind ja die ersten Maßnahmen ja schon bereits im Wesentlichen umfasst worden, und mit dieser 2.1-Evolution wird mit zusätzlich 17 Kriterien speziell auf Menschen mit Sehbehinderungen eingegangen, was ja ganz wesentlich ist, dass also auch solche Menschen Zugang zu den Websites und dem Internet im Wesentlichen haben, aber vor allem einmal zu den Websites des Governments. Ausgerichtet auf diese internationalen Standards für die Bundes- und Landesgoverments, sollte es für ähnliche Bedienbarkeit auch bei unterschiedlichen Websites sorgen. Das wird naturgemäß im sogenannten unteren Bereich des Governments, also ich rede da jetzt von der Gemeindeebene, naturgemäß ein bisschen zu Umsetzungsschwierigkeiten führen. Deswegen gibt es ja auch eine gestaffelte in Kraft oder Umsetzungszeiträume ab 2019, also ab September ist es einmal vorgesehen für Bund und Länder, die Umsetzung, und in weiterer Folge dann für Städte und Gemeinde ab 2020 bis 2021. Bevor ich noch den Schlusssatz anbringe, nämlich dass wir aufgrund der ultimativen Abhängigkeit vom Internet, das natürlich auch in beide Richtungen pendeln kann, und wir eigentlich nur mehr Angst haben müssen, dass uns einmal den Strom abschalten, weil dann werden wir natürlich keine Zugänglichkeiten mehr haben, ob barrierefrei oder nicht. Aber im Wesentlichen wollte ich nur noch erwähnen, der Antrag von der Kollegin Grimling von der SPÖ, diesen Entschließungsantrag werden wir nicht näher treten, weil wir momentan noch nicht genau sehen, wenn wir was jetzt im September in Kraft treten lassen, dass wir es dann mit Beginn 2020 wieder evaluieren. Also da wird meiner Meinung nach der Zeitraum zu kurz sein, um festzustellen, ob das also einigermaßen funktioniert. Wie gesagt, die Internetgesellschaft lebt. Ich bin Teil dieser seit den 80er Jahren als einer der ersten User, auch wenn ich jetzt schon ein bisschen ein älterer User bin, so eine Untertreibung, ich weiß. Aber wie gesagt, noch einmal, wir müssen uns eigentlich nur mal voranfürchten, dass uns irgendwann einmal den Strom abschalten, und dann wird das alles so nicht mehr funktionieren. Auf jeden Fall werden wir auch diesem Gesetz zustimmen. Dankeschön.